Wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die große, weite, schöne Welt. Heute ist der 16. Juli 2021 und Andreas sitzt neben mir, der hat so viele Informationen mitgebracht. Andreas, dein Kopf wird irgendwie immer größer. Ja, ich weiß es auch nicht, aber dann regnet es wenigstens nicht in den Hals hinein. Wir haben heute einen sehr schönen Sommertag zu erwarten und der Nebel, der Frühnebel liegt noch über dem Wasser, aber es wird ein ruhiger und schöner Tag. Aber wenn wir hören, was da in Deutschland los ist, sind wir natürlich persönlich auch wirklich erschüttert. Nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz gibt es Überschwemmungen oder in Belgien viele Tote, weit über 100 insgesamt. Und es ist tatsächlich eine Katastrophe beispiellosen Ausmaßes. Wir sind in Gedanken mit allen Betroffenen und Helfern. Und wir versuchen hier auch abzubilden, wenn von euch Informationen kommen. Wir haben heute auch, und das erachten wir für ganz wichtig, Informationen der Bild-Zeitung veröffentlicht, die dazu aufruft, wenn jemand jemanden vermisst oder etwas Wichtiges auch beizusteuern hat, dann gibt es dort Telefonnummern. Das haben wir heute oberhalb unseres Podcastes eingestellt. Also ihr findet das vor diesem Podcast, 3-4 Meldungen vorher. Und normalerweise verweisen wir nicht auf andere Medien, wenn es um diese Dinge geht, aber in solchen Katastrophenfällen muss man über jede Grenze einfach sich hinwegsetzen und sagen, da müssen alle zusammenhalten. Und es gibt ja auch sehr viele Videos inzwischen im Internet, wo gegenseitige Nachbarschaftshilfe ganz selbstverständlich ist. Und eine Zuschrift einer Leserin zeigt auch, sie sagt, hier geht es überhaupt nicht im Moment um die Diskussion, ob jemand geimpft oder ungeimpft ist. Die Leute fragen nicht, sondern sie packen an und sehen zu, dass geholfen wird. Ja, und das ist typisch. In der Not hält man dann doch zusammen. Und deshalb sind diese, ich sage mal, Einflüsse, diese Impacts, die dann plötzlich entstehen, auch wirklich für den Volkszusammenhalt wirklich extrem wichtig. Und denn es passt ja ansonsten auch relativ gut ins Konzept der Politik. Denn solche Naturkatastrophen werden leider auch politisch dann gern ausgenutzt. Aber ich denke mal, wir werden auch noch mal darüber reden, was steht da eigentlich hinter diesen gesamten Wetterkapriolen, die hier stehen. Denn wir wissen natürlich, dass wir eine Ideologie verfolgen in der offiziellen Politik. Auch darüber müssen wir reden. Ja, also wir schicken voraus, das, was wir jetzt besprechen, heißt nicht, dass wir davon ausgehen, dass es sich um künstliche Eingriffe handelt bei dieser Wetterkatastrophe in NRW, in Rheinland-Pfalz, in der Schweiz, in Belgien. Aber es kann sein, es könnte sein. Und zwar gibt es durchaus Produktionen, Fernsehproduktionen von Arte, vom ZDF, oder auch ein Artikel vom Stern von 2019, die genannten Fernsehbeiträge sind zwischen 2013 und 2017 ausgestrahlt worden. Und da erklärt man ganz klar, was seit einigen Jahren an Eingriffen von menschlicher Seite auf das Wetter passiert. Und ich möchte mal ganz kurz diesen Artikel vom Stern vornehmen von 2019. Der hat die Überschrift Wolkenimpfung, Regen auf Knopfdruck, wie der Mensch das Wetter manipuliert. Und dann heißt es, im Kampf gegen Dürre und Hagel gehen viele Länder ungewöhnliche Wege. Sie beschießen Wolken mit Silberiodid, um künstlichen Regen zu verursachen. Die Folgen sind aber unüberschaubar. Und dann heißt es, seit Jahrzehnten arbeiten Forscher mit Hochdruck daran, das Klima kontrollieren zu können. Sozusagen Traumsommer auf Knopfdruck, so weit sind sie noch nicht, aber sie können inzwischen mit moderner Technik das Wetter zumindest örtlich begrenzt beeinflussen. Und das hat Nebenwirkungen. Es heißt hier, effektiver sei es, Chemikalien direkt in die Wolken zu bringen. In der Regel wird Silberiodid mit Aceton gemischt und aus Flugzeugen versprüht, um in der Atmosphäre kleine Kondensationskerne zur gezielten Regen- oder Hagelbildung zu erzeugen. Damit könne man einerseits die Bildung von zu großen Hagelkörnern verhindern
und andererseits bestimmte Gebiete mit Niederschlag versorgen. Und es heißt mittlerweile, und das ist von 2019, also schon wieder 2 Jahre her, mittlerweile nutzen mehr als 50 Länder diese Methode. Das ist eine Information des britischen Guardian. Und auf diese Weise wird in USA Nebel bekämpft. In Colorado produzieren mehr als 100 Maschinen Wolken, um Schneefall zu verstärken für den Tourismus und so weiter. Und es heißt aber auch, dass in einzelnen Regionen, wo die Wolkenbildung beeinflusst wird, dass da die Experten vor Risiken warnen, nämlich man bekämpfe vor allem die Symptome und weniger die Ursachen, also etwa die Dürren. Und da wird auch China angesprochen, Andreas. Deine Einschätzung zu all diesen Großversuchen, die eben, ich suche das gleich raus, die eben dazu führen können, dass es extreme Wolkenbrüche gibt. Also das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, es wird argumentiert von Seiten der Wissenschaft, nicht, dass sie Gott spielen, sondern dass sie die Natur optimieren. Und diese Überheblichkeit muss natürlich zu einer Wechselwirkung führen, wenn man halbwegs die Gesetze der Natur verstanden hat. Denn die Natur ist perfekt. Aus meiner Sicht perfekt, allumfassend und braucht nicht optimiert werden. Aber Menschen sind Herausforderungen dann eben halt ausgesetzt und die müssen sie halt meistern. Aber nicht, indem sie die Natur verändern, sondern indem sie sich mit der Natur arrangieren und dann versuchen, das Ding zu regeln. Diese Bilder, die ich da gestern gesehen habe, dort in den ganzen Videos, die da veröffentlicht wurden, in Hagen und in diesen Gebieten, in Daum, ich kenne diese Ecke, Daum beispielsweise in der Vulkaneifel, das sind dramatische Bilder und die erinnert mich so ein bisschen an die Szenen Anfang der 60er Jahre. Ich kenne das, da hat man damals in England große Wettermanipulationen durchgeführt. Wir haben ein kleines Video eingestellt, das geht nur 4 Minuten 14. Es bietet sich an, das unbedingt zu sehen, weil das ist quasi eine Essenz dieser Problematik, die dahinter steht, hinter diesen Manipulationen. Und man hat dann dort beispielsweise beschossen bestimmte Wolkenbildungen, um sie zum Abregnen zu bekommen. Und man hat das dann ganz schnell und mit Flugzeugen übrigens, mit denen man durch die Wolken durchgeflogen ist. Und es kam dann aufgrund im Rahmen dieser zeitlichen Abfolge, dieses großen Experimentes mit dem Militär, zu einem gigantischen Unwetter unterhalb dieser Wolken, nämlich in verschiedenen Dörfern. Und diese Bilder erinnern mich sehr, sehr stark an die Bilder, die wir jetzt sehen gerade. Das soll nicht heißen, dass ich die Kombination behaupte, aber ich möchte auf jeden Fall eines, dass wir diese Kombination genauso in Erwägung ziehen, wie man auf der anderen Seite behauptet, es wäre der Klimawandel daran schuld, dass es so ist, denn das wird ja dann als Gesetz gesehen und das andere wird ausgeschlossen. Und wenn wir uns diese gesamten Wettermanipulationsforschungsexperimente ansehen über die Jahrzehnte, die gelaufen sind, wie wir zum Beispiel 2008 oder 2009 in der Olympiade in China hatten, wo man dann beispielsweise dafür gesorgt hatte, dass zur Eröffnungsfeier schönes Wetter war, weil es war nämlich eine Regenfront angesagt und man hat sie verhindert, indem man mit einem Etat, glaube ich, zur Zeit von 90 Millionen ungefähr, wurden dann die Wolken beschossen, um diesen Regen abzuhalten, was auch wiederum sehr oft zu schweren Unwettern in anderen Gebieten führt. Also der Mensch hat da eingegriffen. Diese Themen finden überhaupt nicht statt in der Mainstream-Presse. Und deshalb wollen wir sie natürlich auch anheben, damit sie mit in die Diskussion kommen. Gerne auch in die Diskussion mit der Klimaveränderung, die wir natürlich haben. Die Frage ist, worauf sie zurückzuführen sind. Das heißt, die öffentliche Diskussion wieder zu erweitern. Das ist keine Behauptung von uns. Ja, es ist, würde man einer solchen Theorie folgen wollen, ich nenne das jetzt auch nur als eine Möglichkeit, dann hätte man natürlich mit einer solchen nationalen Katastrophe, die sich inzwischen übrigens auch auf die Niederlande ausgeweitet hat, auch Limburg steht unter Wasser, wie ich gerade gelesen habe, dann hätte man ja auf jeden Fall ein Ablenkungsmanöver von allen derzeitigen Problemen, vor allem auch was Bundestagswahl im September angeht, gefunden. Denn mit diesen Zuständen und mit diesem Elend, das über tausende Familien hereingebrochen ist, die ihr Zuhause verloren haben, wer sich die Bilder der Verwüstung anschaut, der kann sich
ein vages Bild von dem machen, was Menschen jetzt durchleiden müssen. Und da wird es viel um Einzelschicksale noch gehen und wir werden lange darüber noch zu berichten haben. Und gerade kommt auch die Meldung rein, dass die Bundesministerin der Verteidigung, Annegret Kramp-Karrenbauer, jetzt wegen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen einen militärischen Katastrophenalarm ausgelöst hat. In den betroffenen Gebieten, so heißt es, sei die Lage weiterhin unübersichtlich und über 100 Menschen würden noch vermisst werden, sagt die Polizei. Und ja, es gibt verschiedene Teile, Stadtteile, Blessem von Erftstadt beispielsweise, wo die Situation dramatisch ist. Häuser wurden unterspült, die sind eingestürzt. Es gibt Todesopfer, die noch nicht gefunden wurden, aber oder vermisste Menschen. Also das heißt, Andreas, das ist tatsächlich eine Situation, die natürlich von allen anderen Themen, um die es ja auch geht und die sehr relevant sind, auch günstigst ablenken könnte. Ja, das gehört mit Sicherheit dazu, aber ich möchte noch mal auf die naturwissenschaftliche Grundlage da zurückkommen. Wenn wir wissen, dass in Nordrhein-Westfalen ja über Jahrhunderte Kohleabbau gemacht wurde, das heißt also quasi große Teile von Nordrhein-Westfalen unterhöhlt sind durch ehemalige, ich sage mal, diese Hütten, die dort gebaut wurden, wo Kohle abgebaut wurde und so weiter, also Tunnelsysteme, die dann irgendwann in sich zusammenbrechen. Dieser Zusammenbruch dieser Tunnelsysteme führt dazu, dass große Teile Nordrhein-Westfalen, speziell im Ruhrgebiet, absenken sich, insgesamt absenken. Und sie haben sich seit dem Beginn der Abbau von Erzen haben sie sich um bis zu 20 Meter gesenkt. Das bedeutet, dass teilweise der Boden unterhalb des Grundwasserspiegels liegt. Und viele wissen gar nicht, dass permanent mit riesen Pumpen ununterbrochen unter normalen Zeiten Wasser abgepumpt werden muss, weil sonst Überschwemmungen entstehen würden. Würden also beispielsweise jetzt diese Pumpen ausfallen auf Dauern, dann könnte 40% Nordrhein-Westfalens zu einer Seenplatte werden. Auch darüber muss man sich mal darüber im Klaren sein, welche Einflüsse wir dort wirklich gemacht haben im Raubbau mit der Natur. Das ist keine Frage von der Klimaerwärmung, sondern das ist in diesem Fall eine Problematik, dass sich die gesamte Erdniveaus absenken, gerade in den ehemaligen Industriegebieten. Das möchte ich also nicht ausschließen. Und dann nochmal dazu, es passt wirklich hervorragend jetzt in diese politische Lage, weil man dann natürlich um die eigentlichen Probleme, Finanzsystem bricht zusammen, Rentensysteme brechen zusammen, die Corona-Krise, die ganze Klimageschichte, das sind eben die hybriden Maßnahmen, die da gesteuert werden können. Dazu passt es gut ins Bild. Das ist noch kein Beweis dafür, aber man sollte es auch auf gar keinen Fall ausschließen, dass hier Zusammenhänge sind, wie gesagt, mit den Wettermanipulationen, über die es seit Jahrzehnten Erfahrungen gibt, bis hin zu den Chemtrails, die ja immer noch abgelehnt werden von einem großen Teil, obwohl sie von der amerikanischen Regierung und offiziellen Behörden auch längst zugegeben wurden, offiziell. Zwischendurch lehnt man es wieder ab und derjenige, der sich darauf beruht, auf die offiziellen Behördendaten, wird dann als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Aber wir haben einen Irrsinn erreicht, der wirklich schwierig ist, noch zu durchblicken. Ja, und ich habe gerade den Firmenbeitrag noch einmal eingestellt. Heute Morgen war er schon mal drin. Jetzt noch mal. Also den findet ihr auch unmittelbar vor dem Podcast. Das ist von Terra X, ZDF-Beitrag. Wettermacher heißt das. Wetter als Waffe. Und es ist eben keine Verschwörung, sondern ihr seht das ZDF, der Stern, also die üblichen Verdächtigen des Mainstreams haben ganz ausführlich über diese Dinge berichtet. Und natürlich müssen wir an dieser Stelle auch eine andere Seite beleuchten. Wir sprechen hier oft über die Schöpfungsgesetze. Wir reden darüber, dass wir Menschen die Pflicht haben, die Schöpfungsgesetze genauer kennenzulernen, weil wir Teil dieser Schöpfung sind und bis jetzt nicht gelernt haben, uns einzuordnen bzw. unterzuordnen. Und das, was jetzt hier passiert, was hier genannt wird, an vielen Stellen international, wie eingegriffen wird ins Wetter, wir wissen ja auch, Bill Gates beispielsweise hat große Projekte laufen, dass die Sonne verdunkelt wird gegen die Klimaerwärmung. Und wir haben viele Starlinks am Himmel, die aussehen wie Sterne. Und man geht ins Weltall, weil die Erde zu klein geworden ist. Also all das, Andreas,
zeugt ja doch von einer Überreißung sämtlicher Grenzen, die der Mensch einhalten müsste, indem er sich demütig einordnet in die Schöpfungsgesetze, wie jedes Tier rein instinktiv nur handeln kann. Aber da der Mensch das einzige Wesen, die einzige Kreatur auf dieser Welt ist, die einen freien Willen hat und noch diesen freien Willen auch einsetzen kann, gerade wie sie möchte, überzieht der Mensch an dieser Stelle. Und das wird ganz wahrscheinlich noch völlig andere Folgen haben, an die der Mensch und gerade die, die das hier jetzt alles so mit anschieben, noch gar nicht denken. Ja, und das ist das, was mir große Gedanken macht, dass gerade diejenigen, die uns jetzt sagen, wir müssen uns wieder der Natur zuwenden, wir brauchen den Green Deal, wir brauchen einen schonenden, nachhaltigen Umgang mit der Natur und aus diesen Kreisen beispielsweise genmanipulierte Mücken ausgesetzt werden in Milliardengröße in Florida, damit die Stechmücken sich reduzieren, ohne überhaupt zu wissen, welche Konsequenzen dadurch entstehen können. Das sind Eingriffe in die Natur, die uns Menschen nicht zustehen. Und ganz kurz, das ist übrigens auch ein Projekt von Bill und Melinda Gates. Von Bill Gates und auch, wie gesagt, was du schon gerade sagtest, die Sonne zu verdunkeln, um der sogenannten Klimaerwärmung entgegenzuwirken, die ja wirklich mehr als umstritten ist. Das ist die zweite große Geschichte. Auf der anderen Seite gibt es dann im Green Deal die Solarkollektoren, die von der Sonnenenergie ihren Strom ziehen wollen, gleichzeitig die Sonne zu verdecken, also von Bill Gates. Das heißt, das sind auch im Prinzip widersprüchliche Daten. Dann aber auch immer wieder der Eingriff in die Natur, genmanipulierte Pflanzen zu erzeugen, sie unter Patentrecht zu stellen von großen Konzernen. Und das ist der eigentliche Punkt. Würden wir die Probleme besprechen, dass wir wieder mit der Schöpfung zusammenleben müssen, dass wir die Demut vor der Natur wieder zurückerlangen und erkennen, wie dankbar wir sein dürfen, dass wir auf dieser Erde alle, wie wir da sind, wandeln dürfen, die wir nie gebaut haben, sondern wir haben sie nur geschändet. Das ist wirklich ein Problem. Aber dass diejenigen, die an der Spitze dieser gesamten Fehlentwicklungen in der Vergangenheit stehen, jetzt dastehen in ihrem Ultrareichtum und uns sagen den Menschen, wir dürfen nicht mehr mit 300 Menschen in einem Flugzeug sitzen, während sie alleine mit ihren Learjets fahren. Und das sollte man mal pro Passagier dann eben halt in Kerosin umwandeln und mal ausrechnen, wer hier eigentlich das Klima tatsächlich schädigt. Also all diese Dinge, die sind es, die mich stören. Und aus diesem Grunde werden wir auch nicht müde, darüber zu reden. Ich habe da gerade noch mal die Meldung von letztem Jahr aufgerufen, als das angekündigt wurde. Es handelt sich bei der Maßnahme, genmanipulierte Mücken auszusetzen, um eine Geburtenkontrolle bei Mücken. Das scheint also echt ein Lieblingsthema von Herrn Bill Gates zu sein. Und zusammen mit der Firma, mit der Biotech-Firma Oxitec, ist dieses Projekt aus der Taufe gehoben worden und ja, das ist durchgeführt worden. 750 Millionen transgene Mücken sind in diesem Jahr ausgesetzt worden im Bundesstaat Florida und die sollen praktisch verhindern, dass Krankheitsausbrüche wie Malaria oder sowas stattfinden könnten. Also man hat ja immer philanthropische Gründe für solche Manöver. Ja, das ist klassisch. Unterm Strich gesehen ist es aber so, dass es sich bei diesen Philanthropen um Großinvestoren handelt, die investiert sind in großen Unternehmen und zweistellige Renditen haben wollen. Das heißt mindestens 10% Rendite pro Jahr und die bekommen mehr als 10%, weit mehr, während der Bürger Strafzinsen auf seine kleinen Guthaben zahlen muss und dadurch mehr oder weniger immer mehr in die Belanglosigkeit bis hin in die Armut getrieben wird. Und das muss immer wieder deutlich gemacht werden. Ja, und es ist vielleicht gerade als Anlass wichtig, dass wir nochmal darüber nachdenken, gerade anlässlich jetzt dieser verheerenden Katastrophen im Westen Deutschlands und Niederlande, Belgien und so weiter, dass es eben eventuell auch unter anderem zustande gekommen sein könnte durch Eingriffe des Menschen in die Natur. Und da sind wir ja jetzt ganz nah auch an den Impfungen, was ja auch
die Gene verändern kann bei den Menschen. Ich glaube, das ist inzwischen allen klar. Wird das noch irgendwie widersprochen? Was meinst du Ja, jetzt? die Genimpfungen, die genverändernden Impfungen Covid. Nein, also irgendwie läuft das einfach so seinen sozialistischen Gang, wie ich immer so schön sage. Also diese Genmanipulation, die wir haben, wir diskutieren ja momentan über diesen Stoff Graphen. Und Graphen ist ja ein Stoff, der in Zusammenhang mit den Lipiden tatsächlich auf diese Spike-Proteine wirken soll. Ich verstehe da natürlich nur überschaubar viel von. Aber interessanterweise habe ich gerade gelesen, dass in Sachen auch Nebenwirkungen vor allem, die daraus entstehen, in London jetzt beispielsweise ein Gipfel entstanden ist unter Wissenschaftlern, Materialwissenschaftler. Und ein mir bekannter Materialwissenschaftler hat gerade geschrieben, da geht es um das Thema Graphen. Das ist also Bestandteil eben halt dieses Impfstoffes und in Verbindung mit Corona-Krankheiten, also mit Herzkrankheiten. Und es ist interessant, weil eigentlich ist das überhaupt kein medizinisches Thema, wenn die sich treffen. Die haben diese Themen nicht, aber hier werden ausgerechnet diese Überschneidungen der Themen als einer der ganz wesentlichen Highlights dieses Kongresses dann dargestellt oder dieser Sitzungen oder Tagungen dort dargestellt. Das macht einen natürlich schon Gedanken. Nein, also diese Gengeschichte wird natürlich überhaupt nicht in Frage gestellt, diese Veränderungen, die dann stattfinden sollen, sondern es wird einfach weiterhin flugs behauptet, dass alles in Ordnung und alles geprüft ist, während Wissenschaftler, selbst die Leute, wenn ich dran denke, an den RKI-Präsidenten, den Professor Dr. Menrad oder so ähnlich heißt er, glaube ich, ich habe seinen Namen vergessen, der jetzt gerade bei Markus Lanz gesagt hatte, gestern oder vorgestern in einer Sendung, er würde seine Enkel und Kinder niemals impfen lassen. STIKO-Chef. Und das war der STIKO-Chef. Und das muss man, der, also der Chef der ehemaligen, der ständigen Impfkommission, der sagt nein. Und ein Politiker, ich habe es auch seinen Namen vergessen, der ging dann sofort auf die Barrikaden, wie er denn sowas sagen könnte. Damit würde er ja ein falsches Zeichen setzen, als ob die Aufgabe der Politik ist, die Menschen alle zum Impfen zu bringen. Und wenn das die Aufgabe ist nach dem Verständnis der Politik, dann frage ich mich, sind es Politiker, die das Volk zu vertreten haben, oder sind es Pharmareferenten, die den Umsatz der Impfstoffe zu regeln haben? Aber halt, wir reden ja immer nur über die Gesundheit. Das ist ja das Dogma, was permanent vorgetragen wird. Und da gibt es mehr Fragen als Antworten. Ich habe euch auf jeden Fall soeben den Artikel über die 750 Millionen transgenen Mücken eingestellt, die in Florida wahrscheinlich schon ausgesetzt wurden, denn dieses Projekt sollte 2021 starten und 2021 ist schon über die Hälfte rum. So können wir wahrscheinlich, ich habe es noch nicht verifiziert, aber dieser Artikel von heise.de, den habe ich euch eingestellt, den könnt ihr euch durchlesen, falls euch dieses Thema interessiert. Ja, Andreas und Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, hat ja vorgestern am Mittwoch ihren großen Klimaplan, den Green Deal, vorgestellt mit dem Ziel die Rettung der Erde. Also man meint in Brüssel tatsächlich von dort aus die Erde retten zu können. Und die Maßnahmen, die sind halt umstritten, das kann man nun wirklich sagen, denn wir kommen da nachher noch dazu, einige Expertenberichte uns auch näher anzusehen, was zum Beispiel die E-Autos und ihre Nachhaltigkeit angeht und vor allem ihren Umweltfaktor. Du hast ja dazu auch schon einiges gesagt. Aber bei dieser Vorstellung ihres Zieles, die Erde zu retten, hat auch Kommissionsvize Frans Timmermans geredet und der sagt, die Welt sei aus den Fugen geraten und wir sind geboren, alles wieder in Einklang zu bringen. Das sind ja hohe Worte. Ja, ich denke mal, die NGO-Soufflösen haben da ganze Arbeit geleistet gegenüber den Leitern in der Europäischen Union und sie geben das dann natürlich auch ungekürzt weiter. Ich denke, das Problem wird entstehen, wenn man diesen Experten, Frau von der Leyen und den anderen Timmermann, mal dazu Fragen stellen würde, sachlicher Natur. Was dann noch kommt, das ist natürlich schwer zu beurteilen. Ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass gerade die einfachen Leute, ich muss mal ein einfaches Beispiel nennen, dumme Leute sind zum Beispiel immer sehr überzeugt von allem, was sie machen, während intelligente Leute immer sehr unsicher sind bei dem, was sie machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe festgestellt, dass ich Leute mit hoher Überzeugung gesehen habe, auch in hohen Ämtern. Ich will hier keine Verbindung hergestellt haben zur EU, aber ich möchte das mal allgemein als meine Erfahrung hier mal etikettieren. Und wenn ich dann gefragt habe, bitte geben Sie mir mal mehr
Auskunft dazu. Ich möchte gerne sachliche Informationen. Dann kam leider nur noch Mundgeruch und ansonsten nichts mehr weiter. Hast du sehr schön gesagt. Ich will übrigens noch mal ganz kurz, ich mache hier gleich weiter, zu den Überflutungen, Überschwemmungen kommen. Natürlich, ich habe es gestern im Abendgebet schon gesagt, ist es jetzt wichtig, dass die, die nicht betroffen sind, doch eventuell auch zupacken und den anderen helfen. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, über den Akt der Mitmenschlichkeit. Und in diesem Zusammenhang spannend die eine Zuschrift von einer Frau, die sagte, wir waren vorbereitet durch euch, weil wir wussten, wenn es ist ja vielfach der Strom abgestellt worden oder ausgefallen. Und sie sagte, wir waren vorbereitet, wir haben, wie Andreas gesagt hat, die Badewannen volllaufen lassen und haben es auch den Nachbarn berichtet. Die haben das dann auch gemacht, sodass wir gut über diese Zeit hinwegkamen. Also gerade jetzt in der Not sind solche Maßnahmen wichtig. Ja, richtig. Und wir haben ja auch Erfahrungen damit, weil wir auch schon mal von einer Überschwemmung irgendwann mal vor langerer Zeit, 2016 mal betroffen waren und waren auch sehr dankbar über die über diesen riesen Zusammenhalt der kanadischen Nachbarn, die wir hier hatten. Wir sind nun im Rahmen unseres gemeinsamen insgesamt Neuanfangs sowieso umgezogen und mittlerweile ist es auch so, dass ich ein wirklich gutes Gefühl habe, zum Beispiel auch etwas höher zu liegen, lieber auf das Wasser zu gucken, aber ein bisschen mehr Distanz zum Wasser haben. Und das ist auch in Deutschland der Fall. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn man beispielsweise in Nordrhein-Westfalen wohnt oder was bauen möchte, vergesst bitte nicht, die Flüsse, die wir haben, die Wasserspiegel der Flüsse liegen teilweise über den Spiegel der Erde, wo die Häuser stehen, einfach aufgrund der Absenkung dieser Gebiete durch diesen Tagebau, der stattgefunden hat und mittlerweile Flüsse nur noch gesteuert werden können durch entsprechende Deiche. Das sind potenzielle Gefahren, auch darüber sollte man sich im Klaren sein. Aber dieser Zusammenhalt, und das war jetzt der wichtige Punkt, der ist wirklich entscheidend und wir drücken euch wirklich die Daumen. Ich weiß selbst, wie sich das angefühlt hat, weil mein Haus, ich war tief erschüttert, als ich mal davon betroffen war, von einer solchen Geschichte und ich kann mitfühlen. Naja, ich habe das gestern im Abendgebet erzählt, dass du 4 Tage lang abends geweint hast am Telefon. Denn wenn man da seine Lebensplanung davon schwimmen sieht, und ich bin ja dann später dazu gekommen, das Wasser stand 60 Zentimeter im Erdgeschoss und das sind natürlich ganz heftige, lebensverändernde Zustände, die einen übrigens auch seelisch derartig durchrütteln, dass ich glaube, dass man am Ende, wenn man das dann zurückbetrachtet, sehen kann, dass man trotzdem auch einiges profitieren konnte, weil man sich verändert hat. Ja, und ich habe aus dieser Erfahrung sehr viel gelernt, weil ich es schon vorher geahnt hatte, eigentlich hätte wissen können, aber habe auch nicht drauf geachtet. Das, was ich bei meinem Umfeld oft ankreide in anderen Themen, habe ich damals selbst gemacht und habe es nicht erkannt. Und erst nach dieser Flut habe ich dann das Haus entsprechend präpariert, dass so etwas nicht wieder passieren kann. Das ist nämlich höher gesetzt worden. Sowas ist möglich. Also man kann das überflutungssicher machen. Aber man muss oft erst aus dieser Tragödie heraus lernen und viel Geld bezahlen und viel miterleben müssen. Aber so gehört es eben halt zu unserem Leben. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem Klimapaket, dem Green Deal der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und die Bild-Zeitung hatte sich das Paket mal angesehen, hatte auch geäußert, dass die versammelte Riege der EU-Kommissare es nicht einmal geschafft habe, das Maßnahmenpaket halbwegs verständlich vorzustellen. Vielleicht haben sie es ja selber auch gar nicht richtig verstanden. So ist es wohl. Ja. Und die Sensation, nämlich die Abschaffung des deutschen Autos mit Benzin- oder Dieselmotor ab 2035, das ist in genau 14 Jahren, das sei den EU-Bossen nur in Nebensätzen über die Lippen gekommen. Und die Bild-Zeitung geht da mal ein bisschen tiefer rein. Also dieses Klimapaket, das heißt ja Fit for 55. Also 55, das ist die Reduzierung CO2, die man erreichen will. Und das muss noch abgesegnet werden von Einzelstaaten und dem EU-Parlament. Aber man kann davon ausgehen, dass alles so durchgehen wird. Und Verbrennungsmotoren werden demnach ab 2035 definitiv nicht mehr zugelassen.
Gebrauchtwagen, heißt es hier, werden schon im Vorfeld zur Ramschware und könnten allenfalls noch nach Russland oder Afrika verkauft werden. Das sagt Ferdinand Dudenhöfer, ein Autoexperte. Außerdem plant man wachsende Steuern auf CO2 und die Folge davon ist natürlich, dass der Spritpreis steigt und steigt und steigt. Und nach 2035, so sagt Dudenhöfer, können Sie quasi den Sprit in der Apotheke kaufen. Ja. Ich kenne Dudenhöfer, es ist wirklich sehr spannend und hier sieht man übrigens sein interessantes Verständnis, dass die Gebrauchtwagen nach Afrika dann gesandt werden, da können die dann fahren, weil Afrika liegt ja nicht auf der Erde, das liegt ja außerhalb der Erde, das heißt, wenn da CO2 freigesetzt wird, also mal abgesehen davon, dass es, dass man darüber reden kann, oder in Russland, da schädigt es uns nicht, denn Russland und Afrika, lernen wir von Herrn Professor Dudenhöfer, liegt nicht auf der Erde und belastet dort definitiv nicht die Atmosphäre. Nur wenn Sie in Europa fahren, dann wird die Atmosphäre belastet. Es ist wirklich schon lustig, wenn man das hört, wenn es nicht so ernst wäre. Man muss auch sagen, auch hier in Nordamerika, klar werden hier auch grüne Ideen umgesetzt und man diskutiert darüber. Es gibt Gesetzesänderungen, aber es ist ja hier zum Beispiel überhaupt nicht möglich, bei diesen langen Strecken zwischendurch Ladestationen für E-Autos aufzubauen. Nein, das ist absolut unmöglich in solchen Gebieten hier. Aber das große Problem ist, dass ja keine ergebnisoffene Diskussion überhaupt stattfindet, sondern es werden jetzt Fahrzeuge, die intakt sind, die funktionieren, dann vorzeitig verschrottet, einfach verschrottet, mit einem gigantischen Aufwand, was auch bedeutet natürlich eine gigantische Umweltschädigung. Denn es ist Schrott, es ist Müll, der produziert wurde aus Ressourcen, die dann mehr oder weniger weggeworfen werden, was uns die Natur vorher zur Verfügung gestellt hat, was der Mensch durch die Industrialisierung veredelt hat oder durch Mehrwertschaffung eben halt verbessert hat, wird nun vorzeitig verschrottet, um dann das Lithium abzubauen unter dramatischen Umweltschädigungen, das Trinkwasser zu vergeuden und zu verpesten, to pollution, wie man hier so sagt, und dann in die Rheinebene in Europa, die davon betroffen ist, wo auch Lithium abgebaut werden soll, weil da die größten Lithiumvorkommen sind in Europa. Und all diese Dinge werden nicht mehr diskutiert. Und dann spricht man davon als Dogma, dass Elektrofahrzeuge eben umweltfreundlich sind. Und mit all diesen Dingen insgesamt gesehen natürlich ein Bärendienst der Erde geliefert wird und eine zusätzliche Schadstoffemission die Erde damit gesamt belastet. Das ist wirklich erschreckend, auf welchem Niveau das abläuft. Ja, ich gehe gleich mal in einen Artikel von Reitschuster, will hier vorher Herrn Dudenhöfer noch zu Ende zitieren, der sagt, immer entlang von sagt nicht Dudenhöfer, sondern das gehört zum Plan der EU, entlang von Fernstraßen sollen alle 60 Kilometer eine Ladestation für E-Autos und alle 150 Kilometer eine Tankstelle für Wasserstoffmotoren gebaut werden. Das Problem, so Dudenhöfer, sei, weder der Verkehrsminister in Berlin noch die großen Kommunen haben bisher ein vernünftiges Konzept. Die Politiker schreien, machen aber ihre Hausaufgaben nicht. Ja, also wenn ich mir alleine vorstelle, eine Infrastruktur aufzubauen, alle 60 Kilometer eine Ladestation, also wenn das als nachhaltige, umweltfreundliche Politik gesehen wird, dann weiß ich nicht, ob die Leute überhaupt eine Vorstellung haben, dass das alles mit Bauten zusammenhängt, dass das alles mit Natur, Beton, die Platten, die gegossen werden müssen, mit Versiegelung des Bodens zu tun hat und all diese Dinge. Mir fehlen einfach da die Worte. Ich gehe mal in diesen Reitschuster-Artikel rein. Die Überschrift: gravierende Rechenfehler. Ja. Studie stellt wichtigstes Argument für E-Autos in Frage. Es ist erheblich umweltschädlicher als gedacht. Und hier wird aufgelistet. Also die Prognosen der Bundesregierung gehen davon aus, dass die Zahl der Elektroautos bis 2030 bis zu 40% höher sein könnte als bislang angenommen. Und es gibt eine Aussage dazu von deinem Lieblingswirtschaftsminister Peter Altmaier, zu dem kommen wir auch gleich noch, weil der macht ja wirklich in einer Kette eine sensationelle Aussage nach der anderen. Er sagte hier, was wir im Augenblick erleben, ist ein ganz rasanter Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität.
Und der Staat gibt ja ordentlich Gas, was diesen Elektroboom angeht. Allein zwischen Juni 2020 und Juni diesen Jahres sind Steuergelder in Höhe von 1,9 Milliarden Euro freigemacht worden. Das teilte das für die Auszahlung der Zuschüsse zuständige Bundesamt mit Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle in Eschborn. Nicht einberechnet sind Steuerausfälle durch die Befreiung von der Kfz-Steuer, die Ausfälle bei der Mineralölsteuer und die immensen Kosten für den Ausbau des Stromnetzes. Der Bund der Steuerzahler, das hatten wir neulich hier schon mal besprochen, lehnte ja die hohen Subventionen bereits ab. Und ob diese Milliarden sinnvoll investiert sind, erscheint höchst fraglich, denn die Klimarechnung geht nicht auf. Das haben 171 Experten technischer Hochschulen errechnet und das behaupten sie auch. Auch darüber hatten wir schon mal am Rand gesprochen. Das hatte die Stuttgarter Zeitung veröffentlicht. Und es heißt hier, die realen CO2-Emissionen der E-Autos im Jahr 2030 für Deutschland würden mehr als doppelt so hoch sein wie bislang angenommen. Die bisherige Betrachtungsweise, wonach das batterieelektrische Auto am klimaschonendsten unterwegs ist, könne damit ins Wanken geraten. Nämlich, also es gibt grundlegende Bedenken im Hinblick auf die Berechnung des CO2-Ausstoßes. Und gut, wir können da auch noch mal ein bisschen tiefer reinschauen. Nach einer gründlichen Analyse von Positionspapieren, Gesetzgebungsentwürfen, wissenschaftlichen Publikationen sind die Ingenieure, auch Antriebsexperten sind dabei, überzeugt, dass die Ableitung der CO2-Emissionen im Sektor Elektrizität auf einer nicht hinreichenden Berechnungsmethode basiert. Und zwar heißt es, als Beispiel nennen Sie, also gut, es kommen jetzt noch Autobeispiele und so weiter. Ich kann diesen Artikel gerne jetzt hier nochmal einstellen. Dann könnt ihr das in Ruhe nochmal nachlesen. Andreas, wir hatten ja auch schon darüber geredet, aber es scheint ja offenbar, denn dieses Papier dieser 171 Wissenschaftler ist bestimmt schon 2 Wochen alt, vielleicht sogar 3. Es scheint ja niemanden wirklich zu tangieren, außer Herrn Altmaier, der jetzt. Dein Lieblingsminister, der jetzt eine sensationelle Aussage in diesem Zusammenhang getätigt hat. Ja, also seine sensationelle Aussage, die ich gestern gelesen habe, ich musste mir wirklich anschließend die Tränen aus den Augen wischen vor Lachen. Er hat festgestellt, wir haben nicht genügend Strom. Da habe ich gedacht, was steht da? Wir haben nicht genügend Strom, wir brauchen mehr Strom. Ja, also wir brauchen mehr Strom, ist seine neueste Erkenntnis von Herrn Altmaier. Und zwar hat er jetzt festgestellt, dass wenn wir jetzt also eine Elektromobilisierung des Individualverkehrs machen und auch der Transporte von Menschen in Bussen und so weiter, dass wir dann mehr Strom brauchen und der Strom reicht nicht. Wow. Und ich habe mich wirklich gewundert, wo holt der Mann das eigentlich her, dass er das so in einem Überflug selber herausbekommen hat? Denn gleichzeitig ist ja seine Politik gerade mit dabei, die gesamte Stromversorgung massiv zu reduzieren. Das bedeutet also wirklich auf sogenannte erneuerbare Energien. Energien kann man übrigens nicht erneuern. Da sollte man vielleicht noch mal so ein bisschen erstes Semester Physik noch mal reingucken oder in die Schule, wo man das auch mal gelernt hat. Also das ist natürlich alles nicht möglich. Nein, es läuft natürlich jetzt ernsthaft darauf hinaus. Wir haben Annahmefehler. Das haben diese 117 oder was das sind Wissenschaftler da hat ganz deutlich gesagt. Und diese Annahmefehler ziehen sich wie ein roter Faden jetzt durch alle wissenschaftlichen Abhandlungen. Und diese Abhandlungen, wenn sie auf falschen Annahmen berufen, bleiben falsch, egal wie sauber ich sie definiere. Und diese Abhandlungen, die sind eben halt deutlich von den Wissenschaftlern gebracht worden. Und sie stellen damit indirekt natürlich auch die Annahmen in Frage. Und das ist wichtig, aber es interessiert keinen, weil nicht Wissenschaftler und Experten die Situation regeln, sondern eben Politiker. Ja, ich möchte mal kurz euch mitteilen, worauf sich der Lieblingsminister von Andreas Altmaier stützt, nämlich auf einer Neuberechnung des Stromverbrauches durch das älteste europäische Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos in Basel. Die sagen, zwischen 645 und 665 Terawattstunden Strom
würden 2030 verbraucht werden. Prognos geht dabei von unter anderem 14 Millionen Elektroautos aus und 6 Millionen Wärmepumpen. Denn die werden ebenso gefördert, sind aber letztlich Elektroheizungen, die zusätzlich ein wenig Wärme aus der Umgebung beziehen und ebenfalls viel Strom verbrauchen. Ja, damit ist es ganz deutlich gesagt. Das sind eben halt die sachlichen Einschätzungen von Experten, spielen aber in der Politik keine Rolle. Solange Frau Baerbock immer noch glaubt, dass ein Stromnetz auch ein Stromspeicher ist, ist es natürlich schwierig, auf dem Level irgendetwas Sachliches zu diskutieren. Ja, und Frau Merkel hatte vor kurzem schon auch, schreibt Tichys Einblick, auf die Panikpauke gehauen beim Tag der deutschen Industrie. Des grundsätzlich wohltemperierten Bundesverbandes der deutschen Industrie trug sie vor den Ohren der leicht erstaunten Industrievertreter vor, wir brauchen dringend eine Prognose für den Strombedarf bis 2030. Also lauter Protest ist da nicht erschallt, was man eigentlich hätte annehmen müssen. Aber ich glaube auch, Andreas, inzwischen sind ja auch die Wirtschaftsvertreter und Industrievertreter nicht nur irritiert, sondern wahrscheinlich gezielt nun damit beschäftigt zu sehen, wie sie denn an Unterstützungsgelder kommen können, indem sie an irgendwelchen Green Deals teilnehmen. Ja, zumal es hier natürlich so ist, dass unsere Bundeskanzlerin naturwissenschaftlich eine richtige Grundbildung hat. Sie hat nämlich irgendwann mal Physik studiert. Und wenn hier wird ein Totalversagen deutlich aus meiner Sicht. Das heißt, die Politik sagt schon, wie bis zum Jahre 2050 die Energiepolitik auszusehen hat, 2050 oder 45, und stellt sich jetzt hin und sagt, wir brauchen dringend eine Prognose über den Stromverbrauch bis 2030. Heißt, sie hat keine Prognose vorliegen, wie der Stromverbrauch bis 2030 aussieht. Das heißt, sie haben also Entscheidungen getroffen, politischer Art, über die Energiepolitik, ohne überhaupt Zahlen, Daten und Fakten zu haben, wie alleine der Stromverbrauch bis 2030 überhaupt kalkuliert wird. Also wenn das kein Versagen ist, dass ich Grundlagen nicht erfrage und noch nicht vorliegen habe, aber bereits Entscheidungen verkünde, wie es auszusehen hat. Also da wird einem natürlich schwammig, auf welchem Niveau die Politik dort läuft. Wir bleiben dann nochmal bei dem Thema E-Autos. Da hat der österreichische Wochenblick einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift E-Autos geht der Saft aus. Blackout-Gefahr zwingt Tanksäulen zu Stillstand. Und hier heißt es, während Autos mit Verbrennungsmotoren verboten werden sollen, könnten durch die geförderte E-Mobilität weitere Probleme auf die Bürger zukommen, denn die Energiewende, der Green Deal und die Umstellung auch E-Auto und Wärmepumpe belasten das Netz über Gebühr bis hin zur Blackout-Gefahr. Zum Beispiel kann diese Zwangsladepause die Bürger stundenlang festsetzen. Wie das alles im Winter wird, wenn es richtig kalt ist, das bleibt ja alles noch dahingestellt. Dann die Mischung aus Energiewende und Förderung von E-Autos macht eine Blackout-Gefahr wahrscheinlicher, weil dein Lieblingsminister hat einfach recht, wir brauchen mehr Strom. Und der Anstieg des Stromverbrauchs wird bis 2030 um etwa 20% höher liegen, also wird befürchtet. Und die Infrastruktur, heißt es hier, sei nicht gewappnet. Trotzdem poche die EU auf das Verbrennungsmotorverbot. Jedenfalls gehen sie zielgerichtet darauf hin. Und die Autokonzerne überbieten sich in der Geschwindigkeit des Totalumstiegs auf E-Mobilität. Diese Energiewende kommt die Steuerzahler bereits jetzt teuer zu stehen. Es heißt hier, eine 500 Millionen Euro wurden bereits in den Sand gesetzt. Und es könnte auch sein, so heißt es hier, dass die Deutschen, wahrscheinlich die Österreicher dann auch, irgendwann überhaupt nur mehr stundenweise Strom nutzen dürfen. Denn das Netz, das Stromnetz, gerät mehr und mehr unter Druck und in Gefahr durch den Umstieg auf erneuerbare, sogenannte erneuerbare Energien. Ja, und das ist die Zukunft. Das heißt, Andreas, die Zukunft, das scheint ja hier
es ist ja trotz Wissens oder wider besseren Wissens werden die Dinge durchgezogen und die Menschen damit in ganz bis jetzt noch nicht bekannte Gefahren gelenkt. Ja, das ist ein Schiff der Politik, wenn man das mit einem Schiff vergleicht, wo die Planken rausgerissen werden und man hofft, dass das Ding trotzdem noch weiter schwimmt. Also man hat überhaupt keine wirkliche Ahnung, wobei ich glaube sogar, man hat eine gewisse Ahnung, ob bei den politischen Verkündern der Entscheidungen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber bei den Entscheidern, die dahinter stehen, da kann man von ausgehen, dass sie sehr genau wissen, was sie wollen. Und für mich ist es so, würde man den Menschen sagen, pass mal auf, Freunde, dieser Individualverkehr, wie wir ihn in der Vergangenheit gehabt haben, hat die Erde massiv belastet. Wir haben Rohstoffe verbraucht, wir haben die Natur geschädigt und geschändet, nur um irgendwelche privaten Gelüste zu folgen. Wir sind durch die Gegend geflogen, beispielsweise für 200 Euro Pauschalreise in die Türkei und haben dort Urlaub gemacht mit all inklusive und eigentlich konnte gar keiner Geld dabei mit verdienen, sondern das waren die Verwerfungen, die dieses System hervorgebracht hat. Würden wir darüber reden und wir würden sagen, wir müssen den Individualverkehr verändern und wir müssen jetzt alle zusammenrücken, wir können es nicht mehr so machen wie früher, wäre das alles okay? Würde man, aber wenn ich sehe, dass man jetzt sich hinstellt und sagt, wir werden jetzt alles den Individualverkehr über diesen Umweg der Elektromobilität bringen, obwohl wir wissen, das Ding wird nicht funktionieren und irgendwann ist der Individualverkehr über diesen Weg stillgelegt worden, das heißt, im Prinzip nimmt man die Menschen nicht ernst und man nimmt sie auch bei den Themen einfach nicht mit. Dass wir runterkommen müssen und in eine neue Welt, die die Erde schont, reinkommen müssen, ist selbstverständlich. Ich bin für einen Great Reset, ganz eindeutig. Aber nicht von den Leuten, die unter dem alten System dadurch ihre Macht erfahren haben und jetzt ihre Macht ultramäßig ausbauen und wir wissen, dass ganz andere Dinge offenbar eine Rolle spielen, denn das schließt sich ja deutlich bei all diesen Dingen, die wir hier hören müssen. Ja, und in Deutschland zahlt der Bürger die höchsten Strompreise auf der ganzen Welt, heißt es hier. Und das wird sich noch, also der Stromverbrauch, die Kosten werden sich noch weiter steigern. Ja, wobei dieser erhöhte Stromkostenverbrauch, den wir haben, auch diese hohen Kosten, die der deutsche Bürger bezahlt, die kommen natürlich den umliegenden Ländern zugute. Viele glauben, wenn der Strompreis steigt, dass dann weniger Strom verbraucht wird. Und das ist ein Irrtum. Der Strom wird dann einfach nur woanders günstiger. Der Stromverbrauch fällt nämlich nicht. Also das ist ein ganz wichtiger Prozess. Aufgrund dieser Energiepolitik, die wir in Deutschland zum Beispiel haben, haben wir diese Schwankungen, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben und müssen diese Schwankungen ausgleichen durch ständigen Zukauf von Strom aus dem Ausland, welches mit Kohlekraftwerken oder eben halt auch mit Atomkraftwerken alter Bauart zustande gekommen ist. Da zahlen wir dann aber erhöhte Preise und diese erhöhten Preise kommen natürlich bei den Energieversorgern zum Beispiel in Frankreich an und die können diese Gelder natürlich nehmen und können das Strompreisniveau der Bürger im eigenen Lande dadurch senken. Mit anderen Worten ist es eine Quersubvention deutscher Strompreiskunden, die damit die Strompreise zum Beispiel von Franzosen reduzieren. Und ich möchte hier auf gar keinen Fall eine Spaltung zwischen Deutschland und Franzosen reinbringen. Nicht, dass das in den falschen Hals kommt, sondern das sind die politischen Maßnahmen, die nicht jetzt für Frankreich, sondern gegen Deutschland sind. Und das unter der Führung einer Politik, die per Infektionsschutzgesetz sich ermächtigt hat, allein entscheidend tätig zu sein. Ja, wir gehen mal zurück in diesen Bild-Zeitungsartikel zu Uschi von der Leyen's Green Deal. Da geht es jetzt dann auch um die Hausbesitzer und Mieter. Auch die müssen durch diese neuen Regelungen deutlich tiefer in die Tasche greifen, unter anderem wegen der CO2-Abgabe, weil die EU Öl- und Gasheizungen schrittweise verbieten will und dabei auf Förderung von Photovoltaikanlagen und Gebäuderenovierung setzt, so das Institut der Deutschen Wirtschaft. Das allerdings kann sich nicht jeder leisten. Es gibt zwar einen Klimasozialfonds, da sind 75 Milliarden Euro hineingeflossen, die Mieter entlasten sollen, aber vor allem in armen EU-Staaten. Dann geht es den Häuslebauern auch
ans Leder. Es heißt also, die Baukosten, unter anderem für Dämmung, Ökobaustoffe, werden weiter massiv steigen, warnt Felix Paklepper vom Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Er sagt, wenn nun die Standards erhöht werden sollten, drohen Mehrkosten bis zu 20.000 Euro für ein Einfamilienhaus, das ja sowieso nicht gerne mehr gesehen wird. Urlauber, die Flüge, die Kreuzfahrten werden deutlich teurer, schätzt das IW, und durch erhöhte Kerosinsteuern und CO2-Abgaben. Und eine Umweltexpertin zu Bild, die Frau heißt Sarah Fluchs, mit welchen Kosten das für den Verbraucher verbunden ist, hängt von den technologischen Entwicklungen in den nächsten Jahren und den politischen Rahmenbedingungen ab. Die Bild interpretiert es so: Das EU-Paket ist eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Also die Expertin ist vom Institut für Wirtschaft. Dann geht es auch an die einkommensschwachen Haushalte, die auf unzumutbare Weise belastet werden. Das sagt Christian Küchen vom Mineralölverband MWV, der zwar die Förderung von E-Autos kritisiert, aber sagt, wir brauchen auch klimafreundliche Kraftstoffe für Autos mit Verbrennungsmotor, die heute noch fahren. Das sind heute fast 50 Millionen alleine in Deutschland. Und da ist die Förderung so gut wie null. Hier muss natürlich das EU-Parlament und auch die Bundesregierung nachbessern. Ja, ob das passieren wird, das wird man sehen. Und es heißt, die Pläne seien schlicht eine Beerdigung erster Klasse für die Industrie. Das sagt ein EU-Abgeordneter namens Dennis Radke. Und in Richtung Timmermans, also diesem Kommissionsvize, äußert er, es wird eben vor allem einkommensschwache Haushalte, auf unzumutbare Weise belassen und zeigt deutlich, inwieweit man sich von der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernt hat. Ja, Andreas, das wird noch für einige Überraschungen sorgen. Naja, man baut jetzt wieder Zustände auf, wie man sie vor der Industrialisierung insgesamt hatte. Da gab es eben halt eine große Masse von wirklicher Armut. Und wir haben ja durch die Industrialisierung etwas geschafft, das muss man auch mal ganz klar sagen, nämlich ein relativ hohen Wohlstand insgesamt, zumindest in vielen Ländern dieser Erde. Und wir müssen heute sehen, dass derjenige, der ganz normale Arbeiter ist, gegenüber dem Vorstandschef in einem Restaurant sitzt und die Coca-Cola vom gleichen Hersteller trinkt und auch eine ähnliche Pizza isst wie der andere. Das heißt also, diese Unterschiede zwischen Reich und Arm, wie es früher mal war, Wasser und Brot und die anderen haben dann ihren Kaviar geschlürft, das ist heute nicht mehr so der Fall. Heute ist es eine relative Angleichung gewesen. Zu welchem Preis? Natürlich zum Preis der Zerstörung dieser Erde, nämlich durch Umweltschäden, durch keine Nachhaltigkeit, immer auf Kosten auch von Schulden der nachhaltigen, der nachfolgenden Generationen. All diese Dinge haben dazu geführt, dass wir ja eine Vollkaskomentalität haben und die Menschen mittlerweile auch verlernt haben, sich mit dem Thema des Überlebens auseinanderzusetzen. Bei uns ist das anders, bei unseren Zuhörern hier, weil da immer mehr jetzt diese Synapsen wieder sensibilisiert sind, nicht unbedingt darauf zu bauen, was die Politik macht, sondern man ist selbst verantwortlich für sich alleine. Aber die Politik hat jetzt natürlich eine homogene Masse herangezogen und jetzt werden die alten Zustände wiederhergestellt. Das ist nämlich das, was dabei rauskommt. Kein Privatbürger kann sich dann nachher ein Haus mehr leisten, was ja sowieso mittlerweile der Fall ist, weil mittlerweile die Häuser natürlich Preise haben, dass sie ein Normalbürger unter normalem Zinsniveau überhaupt nicht finanzieren könnte. Die Leute kaufen ja nur deshalb eine Immobilie, weil sie nicht gucken, wie teuer sie ist, sondern sie fragen, wie hoch ist die Monatsrate. Und wenn jetzt aber das Zinsniveau natürlich wieder steigt, dann werden Massen an Hauseigentümer in die Zwangsversteigerung gehen. Das ist logisch. Eins und eins ist zwei. Wenn dann die Herausforderung, was Klimaschutz anbelangt, Wärmedämmung anbelangt, immer teurer wird, dann können viele Leute das irgendwann nicht mehr wuppen. Und dann sind keine zwei Jobs mehr, sondern drei Jobs möglich, nötig, um das in Gang zu bringen. Wobei die Jobs aber gerade abgeschafft werden, weil der wichtigste Arbeitgeber, der Mittelstand, gerade einem Ende zugeführt wird. Und
hier wird das gesamte Drama so deutlich. Es ist nur wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen, welche Richtung die Politik eingeschlagen hat. Denn im September gehen ja alle zur Wahl und jeder sollte sich wirklich Gedanken machen, wer ist eigentlich auf welcher Seite. Ich persönlich bin ja kein Wähler, aber wenn man wählen geht, sollte man sich wirklich auch mal überlegen, nicht nur was sagen sie, sondern an den Taten muss man sie letztendlich messen. Ja, ich erinnere an Secret Reset von Herrn Schwab, der ja geäußert hat, dass wenn wir durch diese Wirren durch sind, dass niemand mehr Eigentum besitzen wird und alle Menschen damit dann glücklich sind. Hauptsache, sie haben einen Job, so ungefähr. Zum Thema kommen wir auch noch. Und ich habe auch gerade heute wieder von großen, ich weiß jetzt nicht, war es Saturn oder Mediamarkt, aber einer der ganz großen Anbieter hat jetzt schon eine ganze Liste von Geräten, auf die man sonst immer gespart hat, um sie sich zu kaufen, die man jetzt mieten kann. Und Kinderwagen kann man jetzt mieten und einen Kühlschrank kannst du mieten und einen Herd, brauchst dir nichts mehr zu kaufen. Das heißt, es wird ja alles so rasend schnell umgesetzt, Andreas. Wir haben ja über diese Pläne, wir haben Schwabs Rede uns genauer angeschaut. Wir haben in sein Buch, das letztes Jahr im Juli erschienen ist, The Great Reset, von dem Wort wollen Sie ja alle im Moment nichts mehr hören, weil dieser Begriff offenbar nach hinten losgegangen ist und viel mehr Unmut und Panik bei den Menschen verursacht hat, als Vertrauen erweckend gewesen sein könnte. Und Schwab hat ja hier angekündigt, Eigentum wird abgeschafft, so ungefähr. Und wir sind jetzt ein Jahr weiter und das Ding läuft im vollen Gang. Ja, also das Mieten oder auch das Sharen, das Teilen von verschiedenen Instrumenten sind durchaus sinnvoll. Also ich finde es zum Beispiel so, ich habe zum Beispiel einen Traktor hier, mit dem ich ganz bestimmte Tätigkeiten machen kann. Der hat eine bestimmte Größe, eine bestimmte Art. Und mein Nachbar und lieber Freund, der hat auch einen Traktor, aber einen anderen, komplett anderer Art. Und wenn er meinen Traktor braucht, wenn der speziell angelegt wird, dann nimmt er meinen und ich nehme seinen, wenn ich eben halt seine Maßnahmen brauche. Insofern macht es keinen Sinn, wenn jeder immer alles hat. Aber es geht hier natürlich darum, wenn es um einen Kühlschrank geht oder um einen Herd geht, das sind Dinge, die ich permanent im Eigengebrauch habe und für mich brauche. Und wenn ich dann ein Eigentum habe, habe dann aber keine monatlichen Belastungen mehr, ist es für mich ganz anders zu kalkulieren, als wenn ich es miete. Mieten ist nichts anderes als ein Kredit. Und dieser Kredit ist mit ständigen Zahlungen verbunden. Und diese ständigen Zahlungen werden irgendwann eine Größe haben, dass sie tatsächlich mein Gehalt entsprechen. Und wenn dann mein Job in Gefahr besteht, dann bedeutet das, dass die morgen nicht nur sagen, du kriegst kein Gehalt mehr, du hast keinen Herd mehr, sondern du hast auch keinen Herd mehr dann und du hast auch keinen Kühlschrank mehr dann. Die können mir quasi alles wieder wegnehmen, was ich habe. Und an dieser Stelle halte ich es für sehr wichtig, dass man nicht heute konsumiert von Geld, was man noch gar nicht hat. Nichts anderes sind Kredite und Mieten sind Kreditformen, sondern man wartet, bis man etwas hat, kauft sich das dann und dann ist es das Eigentum und pflegt die Sachen. Und wenn man damit eine ganz andere Grundlage hält, nämlich die Sachen wieder zu reparieren, wie es früher war. Ich hatte einen Fernseher und da gab es noch einen Fernsehreparaturbetrieb. Da brachte man den hin, da wurde der repariert. Und ein Toaster wurde weggebracht, der wurde repariert. Alles wurde repariert. Waschmaschinen war selbstverständlich. Ein Drucker völlig undenkbar, dass man sowas wegschmeißt. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft, anstatt darauf hinzukommen, nachhaltig wieder Produkte aufzubauen und das zu honorieren. Aber das sind die Unternehmen, die damals pleite gegangen sind, weil wir nämlich auf Wegwerfen aufgebaut wurden. Da liegt die eigentliche Lösung und mit Sicherheit nicht, indem wir uns Mieten vollsaugen mit monatlichen Belastungen und damit im Schwitzkasten der Kreditgeber sind. Wer ist übrigens der Eigentümer, der das Recht hat, mir etwas zu vermieten, wenn ich der Mieter bin? Angeblich soll doch Eigentum abgeschafft werden. Genau, also es gehört ja dann doch an irgendeiner Stelle jemandem und das dürften dann auch wieder, das dürfte die Gruppe sein der üblichen Verdächtigen. Du hast gerade etwas aufgezählt, dabei ist mir klar geworden, auch hier stößt der Mensch inzwischen nicht nur an die Grenze, sondern ist weit darüber hinausgegangen, dessen, was eigentlich in den Naturgesetzen vorgeschrieben ist. Also wenn wir eine derartige Wegwerfgesellschaft geworden sind, was ja stimmt, also wenn du heute einen Drucker kaufst, der vielleicht 100 Euro kostet oder 80 und du brauchst dann nach einer Weile
einen Toner, dann kostet der genauso viel, sodass viele dann sagen, dann kaufe ich mir jetzt wieder einen neuen Drucker. Das alte Ding wird weggeworfen. Und Andreas, da fehlt ja auch des Menschen Demut, die Dinge zu achten und zu pflegen. Wie du gerade gesagt hast, wie das früher war, wenn der Fernsehmechaniker kam und den Röhrenfernseher untersucht hat, in der guten Stube da auf den Knien rumkrebste, um da die Kabel anzugucken, was da passiert sein könnte oder die Röhren. Ich erinnere mich an diese Zeiten natürlich auch. Oder eine Kaffeemaschine, wenn die kaputt war, hat man die einschicken lassen und zwar vom Werkstattvertragshändler. Und du hast recht, das gibt es alles nicht mehr. Auch hier haben wir uns in einer affenartigen Geschwindigkeit wegbewegen lassen. Also es ist ja nicht so, dass wir das gefordert hätten, sondern es ist passiert durch irgendwelche Absprachen, durch gewisse Entwicklungen. Man kann inzwischen ahnen, dass auch hinter diesen Dingen eventuell Kalkül stecken könnte, um die Gesellschaft so langsam in den Zustand hineinzuführen, wo wir jetzt sind. Ja, natürlich sind das Kalküle. Und denn die Initiatoren dieser Fehlentwicklung, die wir jetzt gerade beschreiben, führten natürlich zu den Ultrareichtum derjenigen, die dadurch reich geworden sind. Und das sind genau diejenigen, die uns jetzt sagen, den Normalbürger nach dem Motto, ihr habt völlig gefehlt und wir müssen jetzt etwas anderes finden. In Zukunft gehört uns alles, aber ihr könnt es dann mieten. Das ist nämlich das, was da jetzt genau hintersteht. Und daraus müssen wir lernen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel alleine sehen, dass diejenigen, die diese Weltregierung ja nun relativ stark beeinflussen als Philanthropen in ihrer Milliardärseigenschaft. Zum Beispiel, wir gerade gesehen haben, dass jetzt eine globale Mindeststeuer für Unternehmen eingeführt werden muss. Und wenn ich dann sehe, dass beispielsweise Amazon wohl offenbar nicht darunter fällt, weil sie zu wenig Profit haben. Amazon hat also zu wenig Profit, das habe ich mal hingenommen. Das heißt also, das Unternehmen hat einen Börsenwert von über 1 Billion jetzt bekommen, aber der Profit liegt nur bei 6,5% und deshalb sollen sie von der Steuer befreit werden. Und die Gefahren bestehen natürlich immer, dass diejenigen, die die Gesetzgebungen maßgeblich mitbeteiligen, dass sie natürlich dann auch ihre Gesetze dann in ihre eigenen Richtungen mitbauen. Ja, danke für diese Ausführungen, Andreas. Es gibt Ärger in Österreich, weil Slowenien, was ja grenzt an Kärnten und an die Steiermark, Slowenien will einen neuen Atomreaktor bauen. Und ich meine, das ist ja kein Green Deal. Deutschland schafft ja die Kernkraftwerke ab. In Europa gibt es genügend Kernkraftwerke, die übrigens nicht abgeschafft werden. Ich glaube, Deutschland geht da mit weiten Schritten voraus. Wie richtig und wie falsch das ist, darüber haben wir an der Stelle schon öfter diskutiert. Und natürlich sind Atomkraftwerke nichts, was einen sicher fühlen lässt. Wenn ein so ein Ding hochgeht, dann war es das in weitem Umfeld um diesen Atomreaktor herum. Etwas, wovor du immer warnst, Andreas. Gleichzeitig ist es natürlich eine Krux, eine Zange, in der man steckt, denn ohne Atomkraft wird der Strom nicht reichen. Und China baut ständig neue Atom- wie auch Kohlekraftwerke. Und Slowenien will jetzt auch einen neuen Reaktor bauen, warum natürlich die österreichischen Politikvertreter fassungslos sind. Ja, um das nochmal richtig zu stellen, das ist natürlich, die Atomkraft ist natürlich ein Begriff für den Bürger. Normalerweise ist ja die Kernkraft, das sind ja Kernkraftwerke. Und diese Kernkraftwerke haben einfach die Problematik, dass nicht wirklich endgültig geklärt ist, wo das radioaktiv strahlende Material, die Reste nach der Stromproduktion denn gelagert werden. Und wenn wir uns vorstellen, dass vor 30.000 Jahren der Neandertaler Kernkraftwerke gehabt hätte, dann würden wir heute aufgrund der Halbwertzeiten der Strahlungen, die über viele Jahre dauern, über Jahrzehnte, über Jahrtausende teilweise dauern, dann müssten wir heute noch Endlager haben auf der gesamten Erde von dem Strom, der vor 30.000 Jahren mal irgendwann geflossen ist, von dem die Menschen partizipiert haben. Wir haben das gesehen in Tschernobyl. Wer hat denn von dem Kernkraftwerk in Tschernobyl partizipiert? Vor allem war es die russische Regierung unter Brezhnev, der ehemalige Staatssekretär der Sowjetunion. Und dem können wir jetzt die Rechnung für einen neuen Sarkophag für das Tschernobyl-Kernkraftwerk, was da ja vor sich hin strahlt, könnten wir ihm jetzt eine Rechnung an den Grabstein tackern. Aber der wird es eben nicht bezahlen. Und da liegen die Probleme. Ich bekomme übrigens da viele Zuschriften auch von Experten, die sagen, man ist durchaus in der Lage, auch die
radioaktiv strahlenden Restelemente dann quasi wieder zu erneuern und auch entsprechend mit bestimmten physikalischen Methoden zu neutralisieren. All diese Dinge müssten dann aber wirklich großflächig diskutiert werden. Das werden sie offenbar nicht. Auch hier wird ein Angstpotenzial aufrechterhalten. Also ich bin ehrlich gesagt sehr kritisch. Ich bin auch nicht die, ich bin auch mehr für die Frage, nicht, wo kommt der Strom her, sondern wo geht der Strom hin? Wir haben viele Stromverbraucher, wie man heute sagt, das ist eigentlich auch ein falscher Begriff. Wir haben also viele Stromgeräte, die eigentlich nicht sein müssten. Wir haben viel Energieverschwendung, die nicht sein muss. Über die kann man auch wirklich diskutieren. Dazu brauchen wir grundlegende, wissenschaftlich saubere Argumentationen, wo auch die Annahmen, die kompletten Grundannahmen der Physik wieder in Frage gestellt werden und wir immer wieder das Rad tatsächlich neu erfinden müssen. Denn sonst wird es mit dem Great Reset nichts, wenn wir einfach nur auf das Alte etwas Neues raufsatteln. Besser kann man es einfach nicht ausdrücken. Man versteht es. So, Andreas, neues Thema. Das liebe Geld, das liebe Geld und unsere Situation jetzt. Also, die österreichische Zeitung Wochenblick veröffentlicht einen Artikel: Bankenattacke auf privates Vermögen. Die westliche Welt steht genauso wie alle anderen Erdteile offenbar vor einem Finanzcrash. Sowas hast du natürlich schon lange prophezeit und dazu braucht es eigentlich auch gar nicht mehr viel, weil viele andere Experten inzwischen das auch tun. Und die Klimakrise, die das Leben auf der Erde bedroht, die bringt jetzt sozusagen Schwung in diese Finanzkrise. Und die Lösung, so heißt es jetzt von Mark Carney in einem Buch, Values, also Werte, Building a Better World for All, also eine bessere Welt für alle zu bauen. Dieses Buch gibt es, dieser Mann heißt Mark Carney und er sagt, wir werden unsere persönlichen Freiheiten aufgeben müssen, um diese Krise zu bekämpfen. Also das ist offenbar wieder eine der nächsten Stufen, die gezündet werden. Dieses Buch ist im Frühjahr rausgekommen und wie es hier heißt, eine Lektüre, bei der sich dem Leser der Magen umdreht. Wer ist Mark Carney? Der ist Ex-Chef der Bank of England und der Bank of Canada. Er ist aktuell UN-Sonderbeauftragter für Klimaschutz und Finanzierung und er ist Berater von einigen Premierministern. Und er ist eng befreundet, so heißt es hier, mit Weltwirtschaftsforum-Boss und Great Reset-Patenonkel Klaus Schwab. Und das überrascht auch nicht, denn dieser Titel Building a Better World for All klingt ja auch ein bisschen wie dieses Building Back Better, was der WEF ja erfunden hat, anstatt dem Begriff Great Reset, der nicht so gut kam. Stattdessen heißt es jetzt Building Back Better, also alles zurückbauen, damit die Welt besser wird. Das passt übrigens, jetzt fällt mir das gerade auf, tatsächlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast ja gesagt, die bauen jetzt alles zurück, also praktisch wie zu dem Zeitpunkt vor der großen Industrialisierung und den Wirtschaftswundern, die so nacheinander kamen, ist das offenbar doch, ich gehe hier gleich weiter rein, der Plan. Ja, der Feudalismus hat die Macht offenbar wieder zurückerobert und wird sich wieder abgrenzen zum gemeinen Volk. Und das Volk wählt sie noch, solange das eben halt der Fall ist. All das, was wir hier hören, denn bei dieser Klimakrise reden wir nicht von dem sozialen Klima der Menschen, welches vergiftet ist, sondern wir reden immer wieder von dem Dogma der sogenannten Klimaverschiebung und Klimaerwärmung unter all diesen Aspekten, die wir diskutiert haben gerade. All diese Themen, die wir im Vorfeld heute schon diskutiert haben, könnte man jetzt reduzieren auf diesen Punkt, der jetzt kommt. Das Banken- und Finanzsystem steht am Ende und befindet sich in einer Kernschmelze. Und aus diesem Grunde braucht man Ablenkungsmanöver von einer solch gigantischen Größe. Hätte man ohne Corona, hätte man ohne irgendwelche anderen Dinge, die man jetzt in die Welt reinbaut, mit Ängsten, mit, denken wir auch an die politische Lage, die Verteidigungsproblematik, Russland, der böse Feind, von überall gehen Gefahren aus. Wir haben die Migration,
Depressionsproblematik und all diese Dinge, die ja die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Und irgendwann werden sie glücklich sein, dass sie nur ihr Geld verloren haben, ihr Haus verloren haben und alles, was sie hatten, werden sie verloren haben. Aber sie werden dankbar sein der Regierung in Anbetracht der gigantischen Gefahren, die sie jetzt erkannt haben, nachdem man ihnen sie eingeredet hatte. Hätte man gleich gesagt, du verlierst dein Haus, dein Auto, dein Geld, dann wäre was los gewesen. Aber unter diesen Bedingungen nicht. Das sind eben halt die Strategien, die eingeleitet werden müssen. Andernfalls funktioniert es nicht. Echt spannend, was das jetzt hier für ein Reset wird. Also, es heißt hier, was sagt Herr Carney in diesem Buch noch so alles? Zitat: Wir brauchen einen Reset von Finanz- und Wirtschaftssystem. Das hat nicht zuletzt die Corona-Krise gezeigt. Deshalb muss die Bevölkerung bereit sein, große persönliche Opfer für Klimaschutzmaßnahmen und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu bringen. Es wird nicht schön, aber es ist bitter nötig. Das zeigt ja, Andreas, dass wirklich eine Handvoll, eine Gruppe von Menschen, elitär sich fühlend und ausgesucht, sich anmaßen, die gesamte Welt umzustellen und die 7 Milliarden oder weit über 7 Milliarden, die hier so rumkrebsen, die haben mitzumachen. Ja, und wenn wir uns dann angucken, wer sind diese Figuren, die das machen? Carney beispielsweise von der Bank of England. Das ist eine der wichtigsten Notenbanken, die es auf dieser Welt gibt, die nämlich ursprünglich sogar mal das britische Pfund sollte, vielleicht mal zur Erinnerung, 1923, 24 in der Konferenz von Genua sogar zur Weltwährung werden. Das ist also nicht nur irgendeine Zentralbank, sondern eine relevante Zentralbank, mit der natürlich in USA. Aber wir sehen hier natürlich, dass die Personen, die dort sind, alle aus dem Bankwesen kommen. Sie haben ähnliche Karrieren. Sie kommen oft von Goldman Sachs. Das ist einfach so. Wir sehen auch beispielsweise den EZB-Präsidenten Draghi, der jetzt wiederum als Präsident von Italien fungiert. Auch das sind wieder Personen. Alle kommen irgendwie aus dieser Finanzsituation, die immer wieder gleichgestellt ist. Und hinter diesen ganzen Strukturen des Finanzsystems, und wir haben das im Plan B sehr deutlicher mal beschrieben, dass die Finanzarchitektur insgesamt mit den dranhängenden Banken, darunter dann eben halt die entsprechenden Presseorgane, die natürlich dann in dem Machtgefüge ganz wichtig mit involviert sind, verzahnt sind. Und dann kommt eine Trennung. Und unterhalb dieser Trennung befindet sich dann die politischen Lager. Dazu gehört auch ein amerikanischer Präsident und dazu gehören alle Regierungen dieser Welt und dann eben halt das Volk. Das sind die, die dann eben halt unten geführt werden. Wichtig ist zu erkennen, die Trennung zwischen Finanzstrukturen und Medien und darunter Politiker und die entsprechenden Menschen. Und wenn wir diese Trennung erkannt haben, in diese zwei Lager, in der Hierarchie von oben nach unten gesehen, dann verstehen wir auch in etwa, wie wichtig zum Beispiel eine Wahl ist momentan, die man dann führt, weil man wählt einfach nur andere Figuren, die unterhalb der Grenze der Macht angeordnet sind. Relativ einfach zu verstehen, oder? Ja, und wer steht hinter Carneys Agenda? Da heißt es hier in dem Wochenblick-Artikel, das ist Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die wörtlich gesagt hat, wir sollten glücklicher sein, unsere Jobs zu sichern, als unsere Ersparnisse. Ja, und das ist für mich der Schlagsatz gewesen, als ich das gelesen habe. Lagarde, wissen wir, war die Chefin des IWF. Das ist der Internationale Währungsfonds, der nach 1944, als der Dollar als Weltleitwährung eingeführt wurde, gegründet wurde, dieser Internationale Währungsfonds, der nämlich die gesamten Geschicke der Weltfinanzen steuert. Wieder eine Person aus diesem großen Lager. Und wenn sie jetzt sagt, es ist wichtiger, unsere Jobs zu behalten als unsere Vermögen, dann ist das aus meiner Sicht die Überschrift jetzt für die Enteignung. Und da kommen wir jetzt in die Geschichte rein, der Immobilien, der sonstigen Vermögen, übrigens das Ersparte, von dem sie spricht. Das sind natürlich auch Immobilien. Das ist auch ein geronnenes Kapital. Sparen bedeutet ja, dass ich mehr arbeite, als ich tatsächlich konsumiere in dem Monat, wo ich es erarbeite und mir einen Teil meiner Arbeit an die Seite lege, eine Art geronnene Arbeit, die ich dann später mal
auflösen kann, wenn ich aufgrund von Alter und Abnutzung nicht mehr mein Geld verdienen kann. Und diese gesparte Arbeit, diese angelegte Arbeit kann man mehrfach machen. In Geld, in Aktien, in Renten oder auch in Immobilien. Und genau die stehen jetzt im Feuer und sollen zur Diskussion gestellt werden, enteignet zu werden. Und für mich sind das jetzt extreme Warnsignale. Es scheint sich jetzt zu konkretisieren. Das nächste könnte die Zwangshypothek sein. Was soll man tun jetzt anlässlich dieser Erkenntnis? Ja, das ist wirklich schwierig, weil ich spreche immer wieder darüber, dass man vor allem sich aus dem Geldsystem verabschieden soll. Ich muss noch mal drauf kommen, das Thema Lebensversicherung, weil das extrem oft bei uns angesprochen wird. Wenn ihr Lebensversicherungen habt, das sind Kapitalsammelbecken, die auch im Feuer stehen. Und auch wenn ihre Laufzeit vielleicht nicht mehr so ganz lang ist, würde ich in Erwägung ziehen, mich von einer Lebensversicherung zu trennen. Das ist eins der Dinge, die man machen kann. Das geht durch Kündigung. Man verliert dann meistens sehr viel Geld und die Lebensversicherungsgesellschaften berechnen auch oft zu ihren Gunsten die sogenannten Rückkaufswerte. Ich habe da schon einiges drüber erzählt. Da könnt ihr unter Hashtag Andreas Popp Finanzfragen was tun auf diesen Kanal oben reingehen und dann findet ihr so einige Sachen zum Thema Finanzfragen. Also auch das Thema besprochen. Man kann eine solche Lebensversicherung auch verkaufen. Ich rate dazu. Ich gebe da auch immer gerne mal Kontakte raus. Das bedeutet, ich verkaufe meine bestehende Lebensversicherung an eine Firma. Die Firma zahlt mir sofort den Rückkaufswert aus, den die Versicherung berechnet hat. Diese Firma nimmt diese Versicherung und kündigt jetzt selbst als neuer Versicherungsnehmer bei der Versicherungsgesellschaft und holt dann noch mehr Geld raus, als sie nämlich damals berechnet hatten. Und von diesem Geld partizipiert dann der Urkunde wieder mit, sodass er dann mehr rausbekommt, als es ursprünglich geplant war. Das ist das eine. Das zweite ist, das kommt mir schon fast ein bisschen immer blöd vor, aber ich habe da keine andere Wahl, ist in Edelmetallen in physischer Form. Natürlich, wenn man seine Nahrungsmittel und seine Grundlagen alle geregelt hat und auch entsprechende, ich sag, Gemüsesamen und alles, was man braucht, das kann man ja irgendwann dann selbst heranziehen, dass man diese Dinge geregelt hat, die Urversorgung, dann kann man eben halt noch in Edelmetalle gehen. Und ich habe das gesehen auch, da wird dann gesprochen in diesem Artikel von sogenannten Zollfreilagern, wo man dann vermeintlich steuerfrei die Metalle einlagern kann. Ich bin kein Freund davon, auch darauf gehe ich ein, weil es ist keine Steuerfreiheit, sondern das ist ein rechtlich anderer Raum als ein Staat. Könnte ich auch ganz viel zu sagen, kann ich jetzt aber nicht. Ich neige eher dazu, Metalle physisch zu kaufen, auch im eigenen Besitz zu haben oder in einem Lager, welches wirklich auch sicher ist vor Beschlagnahmung aus meiner Sicht. Das kann man machen und auch da gibt es Modelle mit Steuermöglichkeiten, die wo keine Mehrwertsteuern anfallen. Aber das sind die Dinge, die man jetzt machen kann. Ansonsten, die Immobilie verkaufen. Der Zeitpunkt wird immer enger, wenn man Immobilien hat und will sie noch verkaufen. Aber das würde ich zumindest in Erwägung ziehen, solange man noch etwas veräußern kann. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Und sehen, dass man einen Raum hat, in dem man außerhalb der Städte ist oder wenn man eine Wohnung in der Stadt hat, dass man sich vielleicht noch irgendeinen Raum versucht zu besorgen über Freunde, Bekannten. Übrigens, das ist auch wichtig, mit gleichgesinnten Bekannten, die ähnlich denken wie man selbst, dass man mit denen in Kontakt ist, sich ab und zu trifft und gemeinsam auch mal Krisenszenarios durchspielt und zwar angstfrei durchspielt und sich dann auch vielleicht je nach Neigungen und Fähigkeiten gewisse Dinge zuordnet, arbeitsteilige Wirtschaft, dass der eine eben halt etwas besser kann als der andere und dass der dann für die anderen mitsorgt. Also so, ich sage, die regionalen Urstrukturen der Wirtschaft wieder neu zu entdecken. Es bietet sich auch an, Freunde unter ökologischen Bauern zu haben. Das ist ganz wichtig und andererseits denen natürlich auch einen Vorteil zur Verfügung zu stellen. Während du hier sehr schön alles interessant ausgeführt hast, habe ich eine aktuelle Meldung geöffnet. Wir haben gerade über das Klimapaket von Frau von der Leyen und Herrn Timmermans gesprochen. Und die aktuelle Meldung lautet, mehrere EU-Staaten lehnen dieses Klimapaket in Teilen ab. Das heißt, die nächsten Jahre dürften von erbitterten Verhandlungen innerhalb der EU geprägt sein. 2023 soll das Ganze
dann sozusagen beschlossen werden. Die Financial Times wird zitiert hier bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Nach dem Bericht hätten Frankreich, Italien, Spanien, Ungarn, Bulgarien, Irland und Lettland starke Vorbehalte gegenüber mehreren der insgesamt 13 vorgeschlagenen Maßnahmen geäußert. An erster Stelle die CO2-Sondersteuer. Ja, und ich habe den Artikel gerade eingestellt. Das heißt, ihr findet den weit oberhalb des Podcastes. Andreas, wird es viel nützen? Ich denke, das gehört zum Spiel, aber eine CO2-Sondersteuer ändert ja nichts an der CO2-Emission, wenn man das überhaupt als Emission bezeichnet wird. Da komme ich wieder auf den Annahmefehler. Tut mir leid, aber ich muss das immer mit reinbringen. Aber unterm Strich gesehen ist die Frage, wer kriegt denn die CO2-Steuer und was passiert denn mit dieser CO2-Steuer? Wird damit beispielsweise, wird damit Haiti geholfen, beispielsweise die Flüsse, in denen der Müll sich türmt, indem man die reinigt? Geht man damit wirklich auf Umweltschutzmaßnahmen, die dringend notwendig ist? Geht man auf Meere oder auf Seen, die verseucht sind, und renaturiert sie? Oder baut man weiterhin auf ein Klimapaket, auf Sonnenkollektoren und so weiter und so fort, wo die Effizienz im Verhältnis zu diesen vorgenannten Dingen eben halt ein Witz sind? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Warum nimmt man nicht einen Bruchteil der Gelder und forstet oder versucht zumindest aufzuforsten oder stellt dort Gelder zur Verfügung, wie man das überhaupt machen kann, dass die Urwälder, die wirklichen Regenwälder im Amazonas, dass die wieder in Gang gesetzt werden, wo jeden Tag Massen an Quadratkilometer noch abgebrannt werden. All diese Dinge laufen, während wir hier sitzen, permanent ab und keiner diskutiert die wirklich wichtigen Themen, sondern es geht immer irgendwie nur um Politik und offenbar auch um die Machtinhaber in der Politik, auf Deutsch um die Krippe, von der man nicht weg will, wo man sich gut ernähren kann. Wurde er nicht müde zu behaupten, aber es ist leider was dran und man kann es nicht oft genug sagen. Andreas, nächster Artikel, auch von den deutschen Wirtschaftsnachrichten, Überschrift: Great Reset, Klimawandel, das Finanzsystem wird kollabieren. An anderer Stelle heißt es, im Dunkeln bahnt sich die größte Finanzkrise der Geschichte an, weil, wie es hier heißt, der Klimawandel ernsthafte Risiken für die Stabilität des Finanzsystems darstellt. Das sagt niemand geringerer als der Direktor der Währungs- und Kapitalmarktabteilung des IWF. Tobias Adrian heißt der Mann. Und er hat CNN Business ein Interview gegeben, wo er sagte, die Klimakrise könne absolut eine Finanzkrise auslösen. Das entwickle sich langsam, aber potenziell würde es katastrophal enden. Und diese Kommentare spiegeln eine Warnung auch des Commodity Future Trading Committee vom September 2020 wieder, wie es hier heißt, die besagt, dass der Klimawandel ein großes Risiko für die Stabilität des US-Finanzsystems und seine Fähigkeit zur Stützung der amerikanischen Wirtschaft darstellt. Und die Regulierungsbehörden werden aufgefordert, dringlicher und entschlossener gegen die drohenden wirtschaftlichen Schäden durch den Klimawandel vorzugehen. Ja, das ist eine dramatische Verschleierung der tatsächlichen Realität. Es ist wirklich unfassbar. Nein, ich halte diese ganze Aussage für schlicht unwahr. Ich sage das so deutlich, weil hier etwas suggeriert wird, als wäre der Klimawandel ursächlich verantwortlich dafür. Der Klimawandel ist ein zusätzlicher Turbo, der mit eingebaut wird, um damit die Finanzsysteme zu destabilisieren, in den Untergang zu bringen. Dieser Zusammenhang der Finanzstrukturen ist seit Jahrzehnten bekannt. Dieser Finanzcrash, der hier stattfindet, ist seit Jahrzehnten deutlich zu kalkulieren. Ich habe das in zig Büchern geschrieben und Veröffentlichungen. Und 2008, als wir die Finanzkrise hatten, die eine der bekannten Finanzkrisen, da wäre es fast im Prinzip zur Kernschmelze gekommen. Übrigens davor schon Ende der 90er Jahre, als ein großer Player der Kapital Sammelbecken, eine Investmentorganisation, auch mehr oder weniger vor dem Konkurs stand und vom Bankensystem noch aufgefangen wurde. Das heißt, hier wird Ursache und Wirkung schlicht und ergreifend verschleiert. Ich finde das sehr unangenehm. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Physik. Erst die Ursache und dann die Wirkung.
Das finde ich ganz wichtig, dass wir das wissen müssen. Ich kenne nur eine Ausnahme in bestimmten Fällen. Das heißt, wenn ein Arzt einem Leichenzug folgt, dann könnte es sein, dass die Ursache seiner Wirkung folgt. Das ist nicht auszuschließen. Ansonsten immer erst die Ursache, dann die Wirkung. Und hier wird letztendlich in Symptomen rumgerührt und ein völlig verfälschtes Bild dargestellt, als wäre diese Klimageschichte in irgendeiner Form oder auch die Corona-Geschichte tatsächlich verantwortlich, ursächlich für diese gesamten Veränderungen bis hin zur totalen Enteignung, die man jetzt eingebaut hat. Ein genialer Plan, lässt sich aber nur machen mit einer großen Masse an Menschen, die niemals richtig gebildet wurden, sondern mehr oder weniger nur so in den Symptomen ausgebildet wurden, Dinge anzuwenden. Ich denke an die Schulbildungen, beispielsweise in unserer Zeit, als meine Söhne noch zur Schule gingen, die sind ja mittlerweile auch schon 40, da ist es dann so gewesen, dass dann irgendeiner von der Bank kam und die haben dann Börsen Spiele gemacht, beispielsweise in der Schulklasse, wie man dann Geld machen konnte mit virtuellen Aktienpaketen und so weiter. Aber niemand hat das Geldsystem erklärt. Würde man das Geldsystem verstehen, halbwegs weiß man, dass es schlichtweg einfach nur Lügerei ist. Mit dem Zug der Enteignung und dem Glücklichmachen der Völker auf Erden, indem sie nichts mehr besitzen, scheint auch eine Währungsumstellung einherzugehen, jedenfalls wenn es nach den Plänen der großen reichen Menschen geht. Und die Financial Times hatte schon im Frühjahr einen Artikel veröffentlicht unter der Überschrift Time for a Great Reset of the Financial System, also Zeit für einen Great Reset des Finanzsystems. Und da, und das bringen die deutschen Wirtschaftsnachrichten hier im Zuge der aktuellen Berichterstattung, werden im Zusammenhang mit dem Great Reset die Finanzsysteme erläutert. Es heißt hier, jetzt ist ein guter Zeitpunkt für die großen Volkswirtschaften des Westens, idealerweise der Welt, sich zusammenzusetzen und eine neue internationale Währungsordnung zu erarbeiten. Und weiter heißt es, mit einem Liquiditätsanker wird sich die Weltwirtschaft dann einem saubereren kapitalistischen Modell nähern, bei dem die Finanzmärkte zu ihrer primären Rolle der Preisfindung und Kapitallokation auf der Grundlage der wahrgenommenen Fundamentaldaten und nicht etwa des Liquiditätsniveaus zurückkehren. Der Hauptgrund, heißt es weiter, dass viele westliche Volkswirtschaften jetzt übermäßig von Konsum, Schulden und Immobilienpreisen abhängig sind, liegt in der Struktur der nationalen und internationalen Währungs- und Finanzarchitektur. Ein Great Reset bietet daher die Möglichkeit, einen Anschein von wirtschaftlicher Fairness in westlichen und anderen Volkswirtschaften wiederherzustellen. Ja, Andreas, was heißt denn das? Naja, also man argumentiert ja natürlich auf einer Ebene, ich kann da kaum noch was zu sagen, weil mir bleibt da einfach mehr oder weniger der Atem immer stocken. Das heißt, wir reden von einem sauberen Kapitalismus, der wird allerdings in Gang gesetzt durch unsaubere Kapitalisten. Denn dieser unsaubere Kapitalismus hat die Verwerfungen der Umverteilung hervorgebracht und die dabei als Nutznießer waren. Das heißt, ich stelle mir vor, dass beispielsweise ein Bankräuber reingeht und holt unglaublich viel Geld aus der Bank raus mit einem Raubüberfall, mit schweren Kollateralschäden und der ist jetzt extrem reich und jetzt ist er so extrem reich und nachdem er so reich geworden ist, fängt er jetzt an und sagt, wir müssen neue Gesetze machen, um die Bankensicherheit zu erhöhen, dass keine Überfälle mehr möglich sind und wir übernehmen da jetzt auch die Führung. Und so ungefähr kommt es mir wirklich vor und es ist natürlich eine Symptomdiskussion, ich fange da wieder mit an, ohne eine Erkenntnis über das Geldsystem. Ich darf hier mal ganz kurz nochmal auf mein Buch mal hinweisen, das möchte ich gerne ganz kurz auf den Währungscountdown. Da habe ich, den habe ich geschrieben schon 2008/09. Das ist ein Grundlagenwerk. Das ist kein Bestseller geworden, weil es auch für viele vielleicht zu abstrakt klingt, aber es ist viel einfacher zu lesen, als man glaubt. Und wenn man dann die Zusammenhänge einmal so aus der Perspektive mal liest, könnte es sein, dass dann die Zusammenhänge besser verstanden werden und dann kann man auch entlarven diese Zusammenhänge. Und wenn man dann noch, und das will ich jetzt nicht im gleichen Atemzug nennen, aber wenn man dann sich mit den grünen Büchern beschäftigt, im Lichte der Wahrheit,
wo nämlich die tatsächlichen Gesetze der Natur klargestellt werden. Die sind nämlich relevant auch für ein neues Finanzsystem. Wir können das nicht isoliert betrachten. Alles schwingt in den Gesetzen der Natur. Restlos alles, selbst ein Kernkraftwerk ist in den Gesetzen der Natur involviert. Auch wenn wir da viele Fehler machen durch unser Bewusstsein, durch Fehlentscheidungen und die wesenhafte Welt zwingen, Dinge zu tun im Rahmen der Kernfusion oder der Kernspaltung, die sie niemals von alleine machen würden. Aber sie können nichts dagegen tun, weil die Menschen diese Verfehlungen haben. Auch wenn das jetzt nicht verstanden wird in diesem Sinne, lest diese Bücher, dann werdet ihr es verstehen. Und wenn man dann diese Zusammenhänge wirklich einmal halbwegs durchgearbeitet hat, dann kann man plötzlich auch alle Details wirklich ableiten, logisch ableiten. Es geht zurück auf die Gesetze der Natur, auch Exponentialfunktion, auch Grenzfunktion, alles, was so vielleicht technisch für viele auch so ein bisschen fremd klingt, gerade so Finanzmathematik und so weiter. Es ist alles plötzlich leicht zu verstehen, ohne dass man die Mathematik überhaupt verstehen muss. Ihr braucht das gar nicht lernen. Ihr müsst nur verstehen, was dahinter steht. Und das kann man mit einfachen Worten, und in den Büchern steht es geschrieben, im Lichte der Wahrheit von Abdruschin, übrigens ohne Fremdworte, aber jeder Absatz, jeder Satz hat es so in sich. Man kann das nicht einfach lesen wie ein Roman. Das ist nicht einfach ein Buch, was man so durchstöbert und sagt, kann ich mal lesen, sondern es ist das aus meiner Sicht größte Studium, welches ich jemals erleben durfte. Ich habe gerade eine Telegram-Nachricht bekommen von einem Mitarbeiter von uns aus Köln, der schreibt, wir können übrigens gewisse Videos für euch im Moment nicht hochladen, weil wir keinen Internetzugang haben. Das ist da flächendeckend ausgefallen, das Internet. Insofern werden wir heute wahrscheinlich auch ein paar Hörer weniger haben. Vielleicht noch eine Meldung zum Schluss. Ich finde sie gut, diese Meldung, denn der Chef der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, der war bei Markus Lanz in der ZDF-Sendung und hat für einen Eklat gesorgt, jedenfalls wenn es nach der Meinung des SPD-Parteichefs Norbert Walter Borjans geht, der ihn daraufhin nämlich heftig angegriffen hat. Markus Lanz hat Mertens gefragt, würden Sie Ihre Enkel impfen lassen? Und daraufhin hat Thomas Mertens geantwortet, nein, gesunde Kinder würde ich jetzt im Augenblick nicht impfen lassen. Diese Auffassung habe er auch in seiner Familie vertreten und er verstand den Grund der Frage schon tendenziell nicht. Er nannte es geradezu grotesk. Hätte er für sich persönlich eine andere Entscheidung gefällt, als es seine Kommission nach Auswertung der verfügbaren Daten und Studien für alle Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren getan hat. Also danke für diese mutige Aussage im ZDF. Danke für Markus Lanz oder an Markus Lanz und seine Redaktion, dass sowas gesendet wird. Und dass eben darüber auch diskutiert werden kann und nicht nur das Impfen für Kinder sakrosankt durchgezogen wird. Richtig. Alle Meinungen müssen respektiert werden, nicht akzeptiert. Das bedeutet nämlich die Übernahme der Meinung, aber respektiert, und das ist entscheidend. Und die Reaktion von Herrn Walter Borjans, okay, es ist ein Parteifunktionär, zeigt natürlich deutlich, welches Verständnis aus der Politik dabei herauszieht. Das hat nichts zu sagen damit, wie es wirklich läuft. Herr Professor Mertens, danke für diese Aussage. Ja, und Herr Borjans, der ist ja ganz schön auf die Barrikaden gegangen. Er hat in der Sendung dem Chef der Ständigen Impfkommission, der ist der Chef der Impfkommission, der Herr Mertens, nahegelegt, in einer solchen Situation dann lieber doch gar nichts zu sagen, denn in seiner Position habe die Aussage nun mal ein anderes Gewicht, als wenn zum Beispiel er selbst sich entsprechend geäußert hätte. Also das ist ja mal ein starkes Stück. Das heißt, er möchte ihm am liebsten den Mund verbieten, obwohl Mertens sich darauf bezieht und sagt, wie kann ich etwas anderes entscheiden? Es wäre geradezu grotesk, wenn ich persönlich eine andere Entscheidung fallen würde, als die Kommission es getan hat. Und zwar
nach Auswertung der verfügbaren Daten und Studien für alle Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Das finde ich sehr interessant. Nochmals danke an Herrn Mertens. Und du wolltest noch was sagen? Ja, ich habe gerade gesehen, ein Plakat von Eckart Hirschhausen, Dr. Eckart Hirschhausen, Comedian und Arzt seines Zeichens, der in diesem Plakat sinngemäß geschrieben hat, alle Nicht-Geimpften hält er quasi für asozial. Also, dass diese Dinge zum Beispiel zur Disposition gestellt werden, ob das überhaupt noch machbar ist, das soll mal dahingestellt sein. Also, wenn ein Professor Mertens sagt, als Chef der STIKO, der Ständigen Impfkommission, er würde seine Enkel nicht impfen, hat das eine andere Qualität, als wenn irgendwelche anderen Leute des öffentlichen Lebens Geimpfte oder Ungeimpfte als asozial bezeichnen. Das finde ich tragisch. Also Hirschhausen hat gesagt, wer sich nicht impfen lässt, ist ein asozialer Trittbrettfahrer. Wir haben heute eingestellt ein Heftchen von der Bundesregierung. Es heißt das Impfbuch und dort ist Hirschhausen als Experte aufgetreten. Und wie gesagt, in diesem Zusammenhang gab es dieses Foto mit seiner Aussage. Ja, wir merken, die Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr. Die Politik tut nichts dafür, dass sich das ändert. Es gibt weder Ratschläge, wie wir uns alle gesund erhalten können, noch habe ich je von Herrn Spahn oder Frau Merkel gehört, dass wir hinausgehen sollen, dass wir uns gesund ernähren sollen, dass wir uns in der frischen Luft bewegen sollen und gute Gedanken hegen sollen. All das hören wir von denen nicht. Und bitte, bitte, baut einfach nicht darauf, dass euch von der Seite etwa hilfreiche Empfehlungen gegeben werden. Wir versuchen das hier auf dieser Ebene und wünschen euch bis nachher zum Abendgebet einen schönen Tag. Ja, und wir sind euch in Europa ganz, ganz nah, was die Unwetter anbelangt, und wir drücken euch wirklich von Herzen die Daumen. Alles, alles Liebe und viel Kraft hier von uns. Ciao, bis später. Ciao, ciao.